So. Jetzt geht's weiter. Wieder mit Ausflippen. Mit dem komischen Jungen, der sich irgendwie anzieht wie so ein Clown. Also er sieht irgendwie aus wie so ein Clown. Ich weiß nicht warum. Oder er könnte der Junge von Dr. Crawler sein. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Und Yuma, der sieht auch irgendwie ein bisschen besonders eigentlich aus. Vor allem seine Frisur, das ist so, ich weiß nicht. Aber gut, dann will ich gar nichts dazu sagen. Nicht allzu viel. Und wir bespringen die Geschichte, weil die kennen wir noch vom letzten Mal. Flip-Töne. Komm, erst weiter. Der Junge mit den hässlichen Karten. Oh, Schieferkrieger, das ist gut. Okay, wir können uns Verstärkung für die Armee holen, das ist auch gut. Dann holen wir mal den Goblin, oder? Oder Ganbara Ritter. Oder Zuba Ritter. Na gut, holen wir den Goblin. Vielleicht ziehen wir nachher noch was Passendes. Death Koala und Friedensbote natürlich. Wer kennt das nicht? Oh. Der Gaga Magier. Wobei, will ich jetzt eigentlich schon auf Ding gehen? Auf Utopia? Solange ich nicht angreifen kann, bringt es mir eigentlich gar nichts. Wenn ein offenes Monster, das dann gegen ist, gibt sowas gewählt, hier läuft die offene Karte auf die Hand zurück. Das ist halt immer so das Problem. Weil der wird halt immer safe zerstört. Ihn normal ich mal so. Mal gucken, ob er dann angreift. Ich mag Friedensbote eigentlich an sich nicht. Das ist nicht gut. Die Karte ist halt nicht gut. Oder zumindest für den Gegner ist sie nicht gut. Indem du ein offenes Monster verbannst, der Art beschwörst, während deiner nächsten Survival-Phase, dann lege das verbannte Monster aufs Spielfeld zurück. Das ist immer so eine Sache. Den special ich mal. Und dann schicke ich ihn ins Exil und tue die Dekobold mal so beschwören. Das ist kein Schnellzauber. Und Gagaga Magier. Nee, den beschwöre ich nachher. Diese Karte ist tiefer in Angriff gewählt wird. Okay. Und jetzt greift er an, jetzt kommt der Cobra Krug. Ja, ich muss jetzt warten. Was da so kommt. Oh, Schreckenschwarm.
Ja gut. Ja gut. Aktuell kann ich nichts machen. Muss ich warten, bis ich die Pieks in der Schwertkämpferin bekomme. Oh, Spiegelkraft. Aber dann flippt er mir hier Ding, weißt du, das ist nicht gut. Ja, den beschwöre ich auch offen. Dann beschwöre ich Utopia. Dann schauen wir mal, was er so tut. Kommt wahrscheinlich wieder das schwarze Loch. Ich weiß nicht, wie oft er das spielt, aber ich glaube, das einmal. Ich glaube nicht, dass es in seinem Interesse ist, wenn er jetzt seine ganzen Karten zerstört. Der Zuberritter. Sichert ein Monster in offener Verteidigungsposition, angreift, zerstöre das Monster. Ah, da kann ich über die Sachen halt auch drüber rollen. Das ist halt nicht schlecht. Aber da warte ich jetzt noch, weil angreifen kann ich ja nicht. Ah, schwerer Sturm, nice. Ich habe das Gefühl, dass Yuma die Karte nur deswegen drin hat. Okay, wenn ich jetzt mit Utopia schiefe Krieger zerstöre, dann verliert Utopia 500 Angriffspunkte. So. Der Effekt ist egal. Er zerstört einfach so. Und dann den Heuschreckenschwarm. Okay. Das war der Plan. Schiefe Krieger ist an sich auch eine recht gute Karte. Der hat mir aber zu viele Karten auf der Hand. Hat die 500 Damage, die sind aber egal. Die Karten sind so eine Karte wie der ist halt recht gut. Weil der triggert halt den Effekt nicht, wenn die im Kampf zerstört wird, weil der zerstört sie ja quasi vorher. Nee, ich habe nicht genug Plätze dafür. Ich greife mit Utopia einmal an. Bisschen Laküde. Ja, Friedensbote schon wieder. Ah, die pieksende Schwertkämpferin. Das ist ja das Problem. Ich kann meinem Gegner halt jetzt keinen Kampfschaden zufügen. Der Gehirnentführer. Ja.
Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich ändere sie mal in Verteidigung um. Der hat halt nicht mehr so viele Lebenspunkte. Ah, jetzt kommt der heimliche Vogel. Ja, ich möchte den Effekt von Utopia aktivieren. Und jetzt kann er sich flippen. Das ist halt das Problem. Ich hasse diese Karte. Oh, die aufblühende Blumenzwiebel. Das ist ein Problem, was ich für das eine 3 Exif-Monster brauche. Ping und ein Monster Stufe 4 den niedrigen übernimmt es der Endphase die Kontrolle darüber. Okay. Der Baby Tyragon. Komme ich zu jetzt Narrenkonflikt mal als Spezialbeschwörung beschwören? Dann gucke ich mal, was da noch liegt. Ah. Entdeckt ihn wieder auf. Jetzt kommen die 1000 Burn-Schaden. Buch des Mondes. Ja. Ich will für diese eine Karte Spiegelkraft aktivieren. Weil das ist AIDS. Und ich komme halt über diese 1700 nicht rüber. Ein Rape-Pilot. Gegner-Monster als Gegner kämpft, das Monster kann nicht angreifen, solange es offen auf dem Spielfeld liegt. Okay. Flip. Na, ah, jetzt kommt wieder die Animation. Na, ah, Gehirnentführer. Und er klaut mir Utopia. Und ich habe keinen schweren Sturm mehr. Das stimmt, ich bin ja immer noch in der Battle Phase. Ich zerstöre erstmal die. Das ist das Koala, das ist gut. Das Koala haut erstmal den guten Burn-Schaden rein. Wieder der Friedensbote, aber das bringt ihm jetzt nächste Runde auch nichts mehr. Oh, ich könnte sogar auf Leviathan Drache gehen. Bam bam. Und Kauknochen. Das bringt ihm aber jetzt auch nichts mehr. Bam! Ha! Hab ich ihn doch besiegt. Ja, so geht der Fluss. Oh mein Gott, dass die da nicht einfach Flow gesagt haben. Wobei, naja gut. Trotz all meinen Tricks habe ich verloren. Du hast meinen Respekt auf die richtige Art verdient, indem du nicht geschummelt hast. Das hat sich doch gut angefühlt. Ich werde sofort ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Natürlich, er ändert sich gleich schlagartig, nachdem er quasi einmal besiegt wurde.
Astro gewöhnte sich immer mehr an die neue Welt, in der er sich befand. Dazu gehörte, dass er süchtig wurde nach der packenden Action der erfolgreichen Fernsehserie mit dem Sparrow. Er konnte sich mit der Hauptfigur identifizieren, die ebenfalls aus einer anderen Welt stammt. Da er nicht verstand, was Fernsehen ist, ermutigte er Yuma, den Sparrow um Hilfe zu bitten. Aber Yuma ignorierte es. Am nächsten Tag in der Schule hatte seine Freundin Tori jedoch Neuigkeiten für ihn. Yuma, hast du schon das gehört? Der Sparrow ist unten am Hafen. Sie haben ihn in der South Street ein Set aufgebaut. Diese Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen, Yuma. Wenn der Sparrow wirklich durch die Dimensionswirbel hergelangt ist, besteht die Chance, dass er etwas über mich und meine verlorenen Erinnerungen weiß. Astro glaubt wirklich, dass der Sparrow könnte den Schlüssel zu seinem verlorenen Erinnerungen haben, wenn Tori ihre Schwärmerei nachgeben wollte. Also stimmte Yuma widerwillig zu und sie versuchte, an den Sparrow heranzukommen. Schon kurz darauf schlichen sie sich auf das Set der Fernsehserie und konnten einen Blick auf den Sparrow erhaschen. Aufgrund eines Missgeschicks wurde Yuma und seinen Freunden jedoch entdeckt und Yuma ließ dabei sein Duelldeck fallen. Als die Wachleute sie hinausführten, kam der Sparrow plötzlich aus dem Nichts herabgestiegen und rettete Yuma. Ist das dein Deck? Es ist nämlich nicht meins. Ich muss es fallen gelassen haben, danke. Nicht zu danken, obwohl ich eine kleine Bitte habe, die wäre, ich möchte dich zu einem üppigen Duell herausfordern. Klasse, du duellierst dich gerne. Oder ich duelliere mich gerne, keine Ahnung. Wenn ich nicht gerade das Universum rette, ja. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt gleich duellieren? Ist das dein Ernst? Großartig. Mein echter Name ist übrigens Nelson. Nelson freute sich, sich mit einem Freund zu duellieren. Leider unterbrach Nelsons Mutter die beiden und begleitete Yuma hinaus. In dieser Nacht entdeckte Nelson auf dem Deck in seinem Hotelzimmer eine mysteriöse Nummernkarte, Nummer 83, Galaxiekönigin. Als er sie aufhob, überwältigte sie ihn. Er bemächtigte sich seiner und ließ ihn glauben, er sei wirklich der Sparrow. Bald hörte Yuma und Tori Berichte, nachdem der Sparrow in der Stadt Amok lief. Tori schnappte sich Yuma und rannte auf die Suche nach dem Sparrow auf die Straße. Wobei ich sagen muss, die sieht schon irgendwie ein bisschen süß aus, obwohl die wahrscheinlich 10 ist. Wobei die auch ein bisschen zu viel Vorbau hat für sowas, aber ich weiß nicht, wie alt die sind. Das ist die Sache. So. Wie so eine kleine Schwester. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die wahrscheinlich so einen Crush auf Yuma schiebt, so wie es halt sonst auch immer ist. Genauso wie Akiza so einen Crush auf Yusei schiebt und so. Wer kennt's nicht? Oder Alexis einen auf Jaden oder Thea auf Yugi und so. Das ist so natürlich immer diese eine. Diese typische Nebenprotagonisten. Crush-Ding, natürlich müssen die irgendjemanden aus der Gruppe so mögen und warum nicht den Hauptprotagonist, der natürlich immer die Welt rettet. Was machen wir hier draußen, Tori? Wir sind hier draußen. Wir sind hier draußen, um zu beweisen, dass der Sparrow unschuldig ist. Willkürliche Leute fesseln und Autos umwerfen. Der wirft Autos um. Wie? Das wird der Sparrow niemals tun. Es dauerte nicht lang, bis Yuma und Tori auf Nelson stießen, der mitten in der Nacht auf der Straße herumschlich. Nelson, warum greifst du als Sparrow verkleidet Menschen an? Ich muss meine Pflicht gegenüber der Galaxiekönigin erfüllen. Ich habe geschworen, den dunklen Herrscher, wütender Max und seine Schergen zu besiegen. Was? Wer nennt sich wütender Max, Alter? Und du, warum bist du hier? Hat es der dunkle Herrscher geschafft, dich ebenfalls unter seine Kontrolle zu bringen, reiß dich zusammen, Nelson. Wenn du dich dem dunklen Herrscher angeschlossen hast, habe ich keine andere Wahl, als gegen dich zu kämpfen. Wenn du ein Kampf bist, fordere ich dich zu einem Duell heraus. Yeah. So. Dann nehme ich das Geschichtsdeck natürlich. Mal gucken, wie ich mich hier schlage. Oh, der da wieder. Go, 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 Gole! Ich finde die Namen lustig. Oh mein Gott. Er hat 500 ADK, die denkt. Monster, die deinen Gegner kontrolliert, können ihre Kampfpause. Okay. Geil, Schwerkraftaxt. Immer pro Spiel kann diese Karte in Verteidigungsposition nicht durch Kampf zerstört werden. Cool. Go, 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 Golem! Was kann ich machen? Oh. Karte kann ich.
Spezialbeschwörung, wenn ein Monster Stufe 4 diese Karte als Spezialbeschwörung von der. Ja, gut. Dann bauen wir mal auf Xyz. Dann holen wir mal Utopia ran. Kageto Cage. Das ist tatsächlich so eine Karte, wo ich sagen muss, die würde ich tatsächlich in mehreren Decks spielen. Einfach nur wegen dem Effekt. Vor allem in Synchro-Decks ist es halt mega gut. In Stufe 4, holy shit, du spielst einen Empfänger. Dann specialst du das Ding und du kannst halt eventuell schon mindestens auf Stufe 5 aufbauen. Also. Sehr praktisch. Komm, ich aktiviere einfach gleich noch die Axt. Rüst Utopia damit aus und dann habe ich gleich hier so einen 3000er Beatstick. Ach komm, ich greife mit dem Zuba-Ritter mal an. Nein, ich möchte den Angriff nicht. Das habe ich am Anfang auch mal. Zum ersten Mal, als ich Utopia gespielt habe, habe ich das mal. Zuflucht der Unterwäldler. Jetzt hat jetzt jede Runde 1000 Lebenspunkte für die Spielmarke. Das ist dann auch nicht so der beste Move. Füge deinem Gegner 500 Schaden zu. Yeah! Bow! Oh, ich kann auf Leviathan-Drache gehen. Jetzt hat tatsächlich so eine Karte, die ist auch gar nicht mal so schlecht. Sieht auch recht cool aus. Ich könnte ihn halt jetzt einfach. Oh, er kriegt da doch gar keinen Kampfschaden. 3 Sterne, Trion. Könnt ihr dem Leviathan dran auch noch eine Axt geben? Was macht Tornado? Wenn 3 oder mehr Karten in der Top deines Gegners, zerstöre eine Karte. Achso, wow. Dann mache ich das jetzt so. Dann kommt jetzt. Dann kommt jetzt der OTK. One turn kill. Los. ...4500 in deine Fresse. Das ging sehr schnell. In dem Sieg über den Sparrow gewann Yuma die Karte Galaxiekönigin und Nelson wurde wieder er selbst. Die Nummerkarte gab eine weitere von Astros Erinnerungen frei. Ich erinnere mich jetzt an den Moment, in dem ich geboren wurde. Als man mich Astro nannte, wurde mir die Zukunft meiner Welt anvertraut. Okay, sehr philosophisch auf jeden Fall. Katzenhafter Rausch. Oh nein, ich weiß schon, wer das ist. Das ist die da. Diese Katie Catherine. Die so tut, als wäre sie eine Katze. Natürlich gucken wir wieder nach Schrottmonstern. Ich brauche immer noch Schrottdrache. Oh, Schrottchimäre, nice. Die ist tatsächlich noch in normal, glaube ich mal, ein bisschen was wert. Folgo, Gerechtigkeitsfellsöldner. Und der gute alte Schrottgolem. Ein Schrott, was du Stufe 4 oder niedriger in deinem Friedhof wählen oder Spezialbeschwörung auf eine beliebige Spielfeldseite beschwören. Ja, warum soll ich das zu meinem Gegner auf die Spielfeldseite beschwören? What the fuck? Brennende Spiegelkraft. Graulienschleim Junior. Shirayu Shugu irgendwas. Sugar Daddy. Schrottplatz.
Ja, gut. Kampagne. Ja, gut, dann hätte ich gesagt, dann machen wir den katzenhaften Rausch beim nächsten Mal. Und dann sieht man sie einfach nachher.